Das ist mir klar. Also ich bin mal mit dieser Lampe um die Ecke gesprungen. Da ist wieder so ein Ja, habe ich Knopf, gesehen. mit dem ich nichts machen kann. Und dann ist da ein Also Knopf. den. Also der einzige Weg, den man gehen kann hier. Ich habe nach einem anderen Weg gesucht. Die Lampe? Ja, außer die Lampe. Also. Wollte was anderes finden. Hier ist irgendwie nichts. Ich könnte versuchen, in die Kiste zu springen. Oh, wohin? Hä? Gleise. Aber wie gesagt, da ist der Knopf, den ich gefunden habe, und da ist das. Ja, den brauchen wir ja nicht. Glaube ich nicht, nee. Wie kann man die Kiste hier schieben? Nee. Sieht nicht so aus. So, kann das hier so nicht richtig sein? Da ist auch kein Hebel dran. Ja, da war ich auch schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hier ist nicht richtig. In den Tod! Ah, ja. Jetzt habe ich es gesehen. Wir folgen einfach mal dem Licht. Vielleicht passiert ja was Interessantes. Was passiert, wenn ich da reinspringe? Ach, das schickt. Ah, okay, das geht einfach. Das hört ich einfach mitten in der Luft auf. Verstehe. Ja. Das ist Wenn. die Reichweitenbegrenzung von Licht. Das ist Energiesparstufe, da geht's nicht so weit. Was sind denn das überhaupt für Dinger hier? Kann ich irgendwas machen? Nein, also. Zwei Versuche, Puh. irgendwas Viereckiges, das man reinstecken könnte. Dein Kopf. Steck mal deinen Kopf da rein. Laufen wir zum Strom. Fassen mal irgendwas an. Immer wichtig, bei Starkstrom erstmal anfassen. Wenn es britzelt, anfassen. Haben wir etwas vergessen? Wir können Können nicht wir noch mal blitzeln. zurück? Ich mache mal Kontrollpunkt laden. Nein. Da geht es nicht Na mehr gut, hoch. Da ging es noch runter. dann muss es ja irgendwie gehen. Ja, also wir bräuchten irgendwas, das wir da vorne reinstecken. Und jetzt, nun ist da irgendwas drunter vielleicht. Okay, lassen Sie auch dich bewegen. Da hoch, aber. Nee. Das ist es ja auch nicht.
den Kisten scheint auch nirgendwo was zu liegen, soweit ich das sehen kann. Komische Sache. Ich stecke mir aber mal selbst in das Loch, geht das? Okay, jetzt habe ich was ins Loch gesteckt. Hilft aber nichts, ich bin falsch. Okay, man soll sich nicht selbst in das Loch stecken. Jetzt bin ich ganz drin. Siehst du mich? Okay. Nee. Nee. Ich kann mich hier nicht rausglitschen. Was? Wie bist du da reingekommen? Ich habe mich hochgezogen. Ich habe einfach mich vor das Loch gestellt, die beiden Arme nach oben und habe mich da reingesprungen. Und dann bin ich da so ein bisschen dran, habe gesprungen und dann war ich auch schon drin. Ab ins Loch. Ich hätte nicht. Ich dachte, da kommt man nicht rein. Erstaunlicherweise schon, aber leider registriert das Spiel, dass das nicht der richtige Gegenstand ist. Kann ich vielleicht einfach hier aufziehen? Das wäre auch so lustig, ich muss einfach nur aufziehen. Das ist ja so voll die fette Anlage, die total die komplizierten Rätsel, die alle nichts bewirken, wenn du sie gelöst hast. Du musst sie einfach nur mit der Hand aufziehen. Ich meine, das ist ja Glas, aber wir können ja nichts. Wir haben ja nichts, das wir reinschmeißen können. Das ist kaputt. Warte mal, hier geht auch das Licht, ne? Kann ich hier vielleicht irgendwie, also. Können wir das drehen? Ja, das wollte ich jetzt. Ja! Oh, das kann man drehen. Ja, man kann es drehen. Drehen, der Finio, drehen! Zu weit. Daher kommt auch die Längenbegrenzung. Ja. Nein. Okay. Das Einstellen ist ein bisschen schwierig. Das kann man drauf kommen. Ja, muss man lassen, Mann, ne? So, wie müssen wir das jetzt überhaupt drehen? Also, so. Dann warten wir kurz. Und dann müssen wir auch richtig anfassen. Ich glaube, dann müssen wir in das mittlere und da reinschießen, würde ich spontan sagen. Ich muss ein bisschen schneller drehen. Nicht so schnell. Zu weit. Ja, passt. Und dann ist jetzt in das Loch schießen, würde ich sagen. Bist. Wo hat man Licht? Licht. Okay, wir haben 4. Oh, warte mal. 1, 2, 3, 4. Nein, wir müssen, glaube ich, alle aktivieren. Kann das sein? So. Ja, aber das sind dann 8 von diesen Dingern sind. Warte mal, dann müssen wir das nochmal. Scheiße. Und das da in der Mitte müssen wir vermutlich zuletzt machen. Ja. Ja, zu weit. Ja, zu weit? Nee, für meinen Oder? Nee, nicht. Nee, passt. Bei dir passt das. So, du musst das jetzt dahin schießen. Dahin. Da, wo ich mit meinem Klumpen, den ich Arm nenne, sage. Ein Stück. Zu weit? War zu weit. Jawohl. So, und jetzt will ich. Jetzt wahrscheinlich erstmal hier wieder hier hinten hin. Junge, lass dich doch anfassen und drehen. Komm schon. Das ist der Kran einfach nur Verarschung da hinten. Weißt du, für irgendeine Archive jetzt so? Ich bin. Die berühre alle von diesen. Junge, Scheiben da. Warte mal, es geht's doch nicht. Zurück,
Nein, zurück. Jo. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das drehst in die falsche Richtung. Ich habe gar nicht gedreht. Das ist die falsche Richtung, nicht zu drehen. Ja. Aber wie umständlich. Ja, ne? Kannst du dich mal schneller drehen lassen, du dummes Ding? Und dann... Also warum dreht sich das denn so langsam? Das war auch eben schneller, oder? Bild ich mir das ein. Da fehlt ein bisschen Öl. Ja. Ja, zu weit. Achso, wenn es dann da ist, geht es endlich richtig weiter. Jetzt geht's schneller. Ja, genau. Jetzt drehst du das mal auf das mittlere und das müsste dann direkt passen. Noch ein Stück. Yay. Und rein da. Diese Kupferwelt ab. Aber die haben sie doch aufgeschlossen. Ja. Dann machen wir die nächste Hafen. Verstehe die Story von dem Spiel noch nicht so ganz. Wieso kommt nach der Kupferwelt der Hafen? Wird der Kupfer jetzt verschifft? Ja, vielleicht. War es nicht sogar so, dass sie am Anfang noch so halbwegs versucht haben, das... Naja, wahrscheinlich eh nicht so. Nee, da gab es keine Story. Wenn sie sich mal irgendwie anstrengen können. So, warum lädst du nur so lang? Das ist eine große Welt. Schon so. Laden? Man ladet. Kreis steht auch, das ist klug. Bin sicher, das ist gut. Steht hier bei dir auch? Also, ich lade auch noch. Mein Kreis steht aber nicht tüdelt vor sich hin. Vielleicht warte ich gerade auf dich. Ah, jetzt geht's weiter. Nee. Doch, jetzt geht's weiter. Aha. Ich will dieses Spiel schafft bei rechter Bär. Bist du drin? Ich bin drin, ja. Vielleicht dauert es einfach nur lange. Ja, dann warten wir mal weiter. Ja. Ansonsten einfach nochmal reinkommen vielleicht. Es reagiert nicht. Das klingt gut. Okay. Das ist bei dir wohl abgeschmiert. Gut, so, auch wenn wir starten. Guten Morgen, willkommen. Zurück zu Gothic. Moment, ich muss hier kurz. Guten Morgen. Firefox hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ein Tab abgestürzt ist. Auch schön. So. Jetzt noch 20 Mal raus, wieder reintappen. Das macht Sachen besser. Verbindung zum Server. Verbinden zum Server. Der Draht dreht sich, aber ich komme jetzt nicht mehr rein. Was sind das? Ja, ich komme nicht mehr rein, Junge. Soll ich nochmal rausgehen? Scheint so. Gut, dann gehe ich nochmal raus. Spielen online. Spiele werden aufgerufen. Delfino, 2 von 2. Nein, 1 von 2. Kann ich beitreten? Ich weiß es nicht. Ah ja. Es gibt ein Urückkehren. Verbindung zum Server. Ich kann mich nicht mehr mit dem Server verbinden. Okay. Ah, doch, jetzt.
Jetzt. Ja. Rave Party, Moment. Okay. Und jetzt gleich. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Also noch dreht sich mein Kreis. Ah ja, jetzt hat sich das Spiel gleich beim Laden geschlossen, statt sie aufzuhängen. Excellent. Das ist doch sehr gut. Dann die Aufnahme erneut. Nachdem das ja eben nicht ging. So, laden. Warum lädt er denn so lange? Warum verbinde ich denn so lange mit dir? Also, okay. Wir sind auf dem Schiff. Wir sind auf dem Schiff. Hafen funktioniert nicht, deswegen sind wir einfach direkt auf dem Schiff. Wir sind wahrscheinlich mit dem Schiff vom Hafen losgefahren. Das ist ja Unsinn. So, hier sind Knöpfe. Ach du Scheiße, nee, mit Unterwasserphysik. Wer hat sich das denn ausgedacht? Und wenn man sich draufstellt, gehen Dinge hoch. Wo bist du? Kommst du, oder? Muss ich es hier alleine machen? Ja, ich bin noch hier. Wo ist denn hier? Ja, okay, also... Ja, ich lauf hier rum. Wir nehmen hier mal so eine Kiste, ne, und stellen die da auf dem Schalter, weil die bleiben nicht oben. Geh mal weg da. Geh mal weg. Müsst du dich mal ordentlich draufstellen, du dumme Kiste. Danke. Gut, wir brauchen mehr Kisten. Kisten. Oh Gott, oh Gott. Ah, da unten ist eine Kiste. Man springt hier so hoch. Ja, ja, Wasserphysik ist es. Ist auch nicht so geil. Ich habe hier, da unten ist noch eine Kiste, sehr gut. Mit Kiste springt man noch komischer. Jetzt aber Millimeterarbeit. Ich hänge da irgendwie noch dran in der Kiste. So, müssen aber noch mehr Kisten sein. Kisten, da hinten ist das eine Kiste. Nein, das ist nur Geröll. Ah. Aber brauchen wir alle Kisten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Stehe aber mal hier hoch. Nein. Also man muss, glaube ich, nur die richtigen hochfahren. Alles klar. Dann springen wir mal weiter. In die goldenen Ringe. Jetzt muss ich an Banjo-Kazooie denken. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist ein gutes Spiel. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Muss ich auch irgendwann mal spielen. Also, streamen, let's playen. Ja. Das ist eins der besten Jump'n'Runs. Ich habe jetzt nicht alle gespielt, aber schon. Ach du Scheiße, man muss das hier so hoch drehen. Ich falle erstmal runter. Aus Schreck falle ich erstmal runter. Ammel. Au. Wo wollen wir denn hin? Nach rechts oder nach links? Ja, links kommen wir hoch, wie es aussieht. Also möchtest du nur nach rechts. Das hat natürlich der Film die Kiste wieder nicht hochgedreht. Faule Sau. Ich wollte zuerst machen und dann wusste ich halt nicht, wohin. Wohin ich die drehen soll? Es gibt nur eine Richtung, das ist nach oben. Ja. Weil die sind kannst du nach unten drehen? Nein, die sind schon unten. Wie beim Leben, ich bin ganz unten. Delfino macht das schon. Da ist noch ein Brett, kann ich das mitnehmen? Yes. Das Brett nimmt mich mit. So. So, hier oben ist eine Kiste. Ja, bringen wir runter. Die müssen wir bestimmt